Wir vergleichen jetzt die vier McTalas, die wir zu Hause stehen haben. Einmal die drei Standardabfüllungen und einmal die PX Finish oder Reifung, vermutlich Reifung, die jetzt gerade erst am 1. Juni 2023 erschienen ist. Netterweise wurde uns das von Schlumberger oder diese Flasche von Schlumberger zur Verfügung gestellt. Deswegen nur als kleiner Disclaimer. Trotzdem versuchen wir natürlich so ehrlich und aufrichtig wie möglich zu sein. Und wir schauen jetzt, welcher hier von uns am besten schmeckt. Es ist leider nicht ganz blind. Wir wissen, was in welchem Glas ist. Aber wir möchten einfach nochmal ganz kurz dann jetzt, nachdem wir die gerade alle verkostet haben, kurz nochmal durchvergleichen, würde ich sagen. Ja. Nochmal zurückgehen zum ersten, zweiten, dritten. Und dann sortieren nach dem, was uns am besten schmeckt jeweils. Richtig. Oder? Nochmal für alle. Preisunabhängig. Genau. Nur zum Preis dann dazu kommen mir einfach, das ist 40-45er in dieser Sparte bewegt der Kollege sich. Hier haben wir 45 bis 58. In dieser Sparte bewegt er sich, der gute alte Mara. Dann haben wir für 65, da sind sich ziemlich alle einig gewesen, die ihn verkauft haben, um die 65 Euro, der gute Strada mit 15. Und last but not least kommen wir zum neuesten Objekt. Neuesten? Zum neuesten. Das hast du, ach, zum neuesten. Ich wollte gerade sagen, du greifst vor, wenn du den jetzt als dein Liebling bezeichnest. Nein, zum neuesten war so mein Gedanke. Nein, zum neuesten. Neuesten. Zum neuesten. So am, neu, also am zum, frischesten, freshesten. Zum freshesten. McTalla PX. Für 85 Euro zu haben. Genau. Und jetzt wollen wir mal gucken, welcher Kollege uns gegenseitig hier besser abholt und wem wir sagen würden, ja, dann taken wir in die Tasche. Dann taken wir in die Tasche? Ja, okay, und ich würde es jetzt tatsächlich komplett preisunabhängig machen. Also ich versuche jetzt die Preise auszublenden und einfach wirklich nur zu gehen nach dem Geschmack, was mir am besten schmeckt. Was ihr daran draus, dann daraus macht, mit Abhängigkeit vom Preis, ist natürlich voll und ganz euch überlassen. Richtig. Ne? Okay. Gut, dann fangen wir mal an. Ja. Ah, der ist schon. Der ist schon eine feine Komposition. Mhm. Schöner Einstieg, finde ich. Der ist. Diese leichte Rauchnote, die leichte Süßigkeit, diese leichte Vanillenote, die hinten reinschwäppert. Mhm. Doch, der hat schon auch was. Leichte Würze, leichter Rauch, schmiegt einen, füllt einen aus, nimmt einen mit. Ja. Ja, der hat so ein bisschen eine herbe Note, der hat eine schöne, ich finde jetzt verhältnismäßig, wenn ich an alle vier denke, die ich gerade schon mal probiert habe, eine schöne, angenehme, gediegene, zurückhaltende Rauchnote. Mhm. Er ist nicht zu herb, er brennt nicht zu stark, er ist, glaube ich, ein wirklich guter Einstieg in die Welt von Ayla oder in die Welt von McTalla, ja, je nachdem. Ja. Also ich finde den wirklich sehr angenehm. Ja, da gehe ich d'accord mit dir, da bin ich dabei. Ja. Dann auf zum nächsten, ja, zum guten Mara. Der hat dann natürlich eine ganz andere Note. Allein schon vom Nosen merkt man das, ne? Der hat einen ganz anderen Rauchgeruch auch, genau. Und der hat auch mehr, der hat am meisten Volumenprozent von allen vier. Merkt man. Aber trinkt, nicht zu arg. Ja, trinkt ihr Whisky Geeks und Nerds da draußen eigentlich euren Whisky in der Regel auf eine gewisse Stärke runter verdünnt, wie es manche gern machen. Ich glaube, Jason hat mal mir neulich im Livestream erzählt, er hat früher immer alles auf 20% sogar verdünnt zum Vergleichen. Okay. Weil es ist natürlich schwer, jetzt einen 58%igen mit einem 46%igen theoretisch zu vergleichen. Ja, natürlich, da muss man sich in der gleichen Sparte. Aber wir bewegen uns hier. Natürlich könnte man auch die nicht vergleichen, weil einmal ist es Terra, das heißt, man hat Erde. Andere Notes, nicht genau. Andere Brennereien, genau. Richtig. Ja. Wir vergleichen aber nur untereinander die McTalas an sich. Und schauen, was uns einfach am besten schmeckt. Genau. Und das ist sowieso Geschmackssache. Ja, genau. Aber da ist die Frage, wie macht ihr das? Verdünnt ihr die alle auf eine gleiche Stärke? Es könnte ja auch 46% sein, wenn ihr sagt, wir trinken gern fast stark oder ich trinke gern fast stark und mache aber alles auf 46 oder auf 50 oder was auch immer mit meinem eigenen Wasser. Oder na, kann ja alles möglich sein. Würde mich echt interessieren.
Ja, schreibt es in die Kommentare. Wir lesen und antworten. Das ist schon ein ganz anderer. Ein ganz anderer Rauch, ja. Man hat Trotzdem die. auch eine herbe Note. Ja. Aber da ist der Rauch gefühlt zurückhaltender. Definitiv. Wer, ne? Ja. Waren wir vorher auch der Meinung. Okay, nun, das Lanche. Ich glaube, ich hatte es gerade vergessen. Da mache ich jetzt tatsächlich der Fairness halber. Aber das ist auch so, der Rauch entwickelt sich danach erst wesentlich intensiver. Auch diese maritime Note ist da, sie ist da, sie ist vorhanden, sie schwimmt mit dem Rauch mit. Der hat definitiv eine ganz andere Rauchnote Ja, als das, was wir das normalerweise auch probieren. ist auch leicht medizinisch, finde ich jetzt dann, im Vergleich mit den anderen. Ja, ne? Da kommt es dann schon Und durch. da kommt es jetzt dann Da geht es durch. dann so in Richtung, also Jod ist ja zum Beispiel hier die Beta-Isodonna. Ne? Diese Lösung, die braune Salbe oder Lösung vom Geruch her, das kommt schon hin. Der ist schon sehr weich, sehr süß, aber diese medizinische Note ist definitiv ganz, ganz deutlich vorhanden. Ja. Und das muss man auf jeden Fall mögen. Richtig. Und jetzt finde ich, mit Wasser ist er pfeffriger. Ja, Ja, spaltet sich also da auch. würziger, ja. Wow. Wow. Das macht jetzt schon einen Unterschied. Wir es probieren. Nein, danke. Okay. Ich überlege gerade, wer macht denn das? Ah, der Matt von ADHD Whisky vom Kanal, der macht so gerne. Wow! Wow! Der ist witzig. Der Aha. macht diesen Wow-Ton, den ich gerade versehentlich gemacht habe. Wow! Okay. Wow! Dann sind wir beim 15-jährigen Strada. Bist du gleich prosten, oder? Nein. Aber der Geruch oder diese Nase, die man dann mitnimmt, ist noch unterschwelliger, der Rauch. Ja, sehr viel verhaltener. Ja. Also definitiv im Vergleich zu beiden. Aber da bin ich auch wieder. Genau. Und der hat eine ganz andere Rauchnote wie alle beide anderen zusammen. Also Ja. nicht zusammen, sondern getrennt Ja, für sich, ja, aber wisst ihr, was ich meine? ja. Und man spürt das Alter, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, in der Nase. Man hat das Holz. Also es, jetzt muss ich da einfach mal. Und da kommt er. Aber der ist schön. Der ist nicht zu würzig. Der brennt nicht so. Ja, der ist auf der Zunge einfach wunderschön charmant. Ja. Für mich gesehen. Ich würde die unglaublich gern dafür haben, aber nicht genug da, ne? Blind verkosten. Ich würde die unglaublich gern miteinander Das blind. waren so die letzten Reste. Der Rest ist schon rausgegangen. Das ist das Rest, was wir hatten. Ja. Außer vom Außer PX. vom wunderschönen PX haben wir noch etwas mehr da. Schwierig. Okay. Ja, Weiter? dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten hin. Kommen wir jetzt zum letzten. Zum wunderschönen PX. Das ist auch Wahnsinn, was der da für eine andere Note hat. Das ist einfach brutal. Aber auch schon die Farbe. Nee. Die haben alle kein Sherry, also können sie es nicht sein. Nee, das ist schon, also Das der ist ein Rauch ist anderer schon, Rauch, ne? genau, das ist Wahnsinn.
Ich frage mich echt, ob das wirklich vier verschiedene Eilerbrennereien sind. Das könnte schon gut mitgehen. Ja, möglich wäre es, klar. Willst du mal kosten? Ja, Okay. ich schon. Also, jawohl. Okay. Hast du eine Meinung? Brutal. Das ist einfach brutal. Das ist einfach Teufelszeug, muss ich sagen. Das ist einfach wunderbar. Hast du eine Favoritenmeinung? Für mich persönlich, Naja, klar. Wir können den die ich von Gläser auch den. kurz sortieren oder willst du es beschreiben einfach? Nein, also ich kann es definitiv sagen, wer für mich. Also ich belege einfach mit Plätzen, welchen ich bevorzugen würde, wenn ich nur die vier zur Auswahl hätte. Genau, wenn du die vier zur Auswahl hättest, unabhängig vom Preis. Würde ich anfangen. Ich würde anfangen mit denen. Das wäre meine Nummer 1. Okay. Weil die einfach sehr mild ist vom Rauch und vom Brennen, vom Feuer. Auch schön Abgang, schönes Finish hat. Als zweites folgt der Strada, der 15er. Für mich, weil der ist zwar würzig und kräftig, aber nicht zu sehr. Er ist sehr, sehr charmant auf der Zunge. Dann würde ich den Mara nehmen. Da gefällt mir auch wunderbar die maritime Note etc. Und als letztes, weil er mir einfach alles nimmt, was an Würde von mir da ist, wenn ich ihn probiere, ist der Stimmt, ja, Felix, verstehe ich. weil er ist einfach brutal Teufelszeug. Aber wie gesagt, das ist nicht geschmacklich oder so, das ist einfach nicht mein Geschmack. Ich will das nicht nochmal. Du willst es nicht handwerklich. Ich will das nicht handwerklich denunzieren, sondern es ist einfach nicht meine Geschmacksrichtung. Genau. Aber handwerklich ist er definitiv einer der Oberklasse von den Raurigen, die ich bis jetzt probiert habe. Ist ja wahnsinnig gut gemacht. Es ist einfach brutal, wie die Bombe da kommt. Das kann ich nur noch mal sagen. Es ist, auch wer nicht auf Raurig steht, sollte einfach mal das probieren. Einfach um etwas zu erleben, was einfach Ein Extrem. genau ein Extrem ist, was einfach wahnsinnig ist, dass man so etwas in etwas Nasses in ein Glas zaubern kann. Das ist einfach für mich Chapeau an die, die es geschafft haben, das so zu machen. Also muss ich mal sagen, ja. Ja. Das wäre jetzt meine Linie. Jetzt würde Okay. ich sagen, was ist yours? Okay, meine ist fast ganz anders. Fast ganz anders, okay. Also ich bin tatsächlich, ich finde, und da kommt einfach, glaube ich, vermutlich, weil das diese Brennerei ist, die Tatsache durch, dass ich die einfach sehr mag. Geschmacklich, das ist einfach was, das mir gefällt, schmeckt. Das ist bei mir jetzt an erster Stelle. Der Oha, das hätte Mara. ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich auch nicht im ersten Moment, aber ist so. Der Mara ist bei mir an erster Stelle vor allem mit diesem 3 Tropfen Wasser, die ich drin hatte. Weil dadurch kommt nochmal das pfeffrige, brennende, was ich so geil finde, auch an dem, kommt da einfach nochmal besser durch. Also der ist meine Nummer 1. Ich muss aber gestehen, ich schaffe es gerade nicht ganz, die Preise auszublenden. Also muss ich dazu jetzt ganz ehrlich sagen, ich schaffe es nicht ganz, die Preise auszublenden. Das heißt, ich habe schon auch irgendwie im Hinterkopf, dass der einfach sehr viel günstiger ist. Muss ich echt, will ich ehrlich zugeben, ich will da nichts anderes behaupten. Also das ist meine Nummer 1. Dann ist das meine Nummer 2. Geschmacklich, definitiv finde ich den einfach mega geil. Also auch eben handwerklich mega, mega geil. Das ist einer, da braucht man nicht viel, um da wirklich ein Erlebnis draus zu machen. Ja, ist einfach so, ne? Dann kommt der 15er Strata an dritter Stelle und der Terra an vierter. Also dein erster ist mein vierter. Da sieht man den Unterschied zwischen dem rauchigen Fan und dem nicht so rauchigen, eher Einsteiger eigentlich. Also du fühlst dich, glaube ich, vom Level her immer noch wie ein Ich Einsteiger, bin ne? ja, ich bin Ja. eigentlich Einsteiger, also Ja. ja. Ja, würde ich schon auch sagen. Das verstehe ich auch. Und dafür definitiv als Einsteiger ist der Terra super. Da verstehe ich auch deine Auswahl.
Wie gesagt, für mich ist tatsächlich der Mara an erster Stelle, aber der PX ist gerade auch ganz ehrlich Limited Edition. Ich weiß nicht, ob die dann nochmal was in die Richtung rausbringen werden. Das ist schon ein Hammer. Das ist schon eine Bank. Ja. Das ist Deine Auswahl. meine Ja. Auswahl, meine Reihenfolge, meine Hat mich jetzt Bewertung. etwas überrascht. Ich hätte den PX am Anfang gesehen, als erster Platz. Ich bin noch immer für eine Überraschung gut. Ja, das definitiv schon. Ja, ich würde sagen, damit kommen wir zum Schluss. Zu unseren McTala XXL-Vorstellungen. So können wir es sagen, ja. Ja, das wird es alles auf einmal geben, alles zusammen und auch als Einzelvideos. Richtig. Ja, und den Bruder probieren wir mal anders. Richtig, weil der Bruder, den würde ich gerne probieren mit einzeln, sowie aber auch in verschiedenen Richtungen als Cocktail. Cocktail, Ja, jawohl. da die Sommerzeit eh ansteht, passt dann das Thema ganz gut. Und den haben wir bloß hingestellt, um halt die. Ein Teil der Bandbreite Der von Panama. Morrison Genau. mit zu zeigen. Richtig. Genau. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Das war uns angenehm, dass wir euch unterhalten konnten. Ich hoffe es zumindest, ja. Ja, ich gehe hoffentlich davon aus, dass wir euch unterhalten konnten. Last but not least, weil man einfach alles nimmt, was an Würde von mir da ist. Das ist nicht geschmacklich oder so, das ist einfach nicht mein Geschmack. Ich will das nicht nochmal. Das ist einfach was, das mir gefällt. Und wenn euch dieses Video oder andere gefallen haben, nein. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne hier um den runden Kreis ein Abo da, um von weiteren Videos sofort zu erfahren und keine zu verpassen. Vor allem, wenn jetzt dann irgendwann nach dem Sommer auch die große Whisky-Saison wieder ansteht. Und schaut euch dieses Video hier an. Das könnte euch dann sicherlich auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Daumen hoch, wenn es gefällt.